Und somit ein recht herzliches Willkommen hier auf meinem Video von ETS 2, der neue DART XG. Heute geht es darum, den neuen DART XG auf ein paar Kilometer Straßen zu bewegen, neue Futures kennenzulernen und dann ein Fazit zu schließen. Nach dem Intro geht's auch schon los. Viel Spaß! Da sind wir dann auch schon. Und zwar sitzen wir jetzt in dem Cockpit von dem neuen DART XG. Gleich mit der Namensänderung auch viele neue Futures dazu gekommen, wie man auch schon sieht. Neue Spiegel. Und zwar die Kameraspiegel, die ja auch schon der neue Actros drin hat. Und wenn mich nicht alles täuscht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, der neue M1 eventuell auch schon, ich weiß es nur leider nicht. Auf jeden Fall, wir sitzen hier jetzt tatsächlich im neuen DART, der tatsächlich dieses Jahr auf den Markt kommt. Oder auch schon gekommen ist. Erstmal hier zum Innenraum. Mir gefällt an sich ganz gut. Die Rückwand finde ich hat ein bisschen was von Scania, gerade wenn man die Dekorleiste und das Fach anschaut. Meine ich hat eventuell ein bisschen was mit Scania, aber da will ich mich jetzt nicht festnageln, nicht dass ich jetzt hier gleich das Hate-Kommentar habe, das ist darf, das hat mit Scania nichts zu tun. Klar, das hat mit Scania nichts zu tun, ist ja auch nicht schwedisch. Was mir noch gefällt, ist die Staufe hier und eben auch das Dekor hier. Schönes Glasdach haben wir auch, Beleuchtung und ein Klappbett dazu. Die Sitze sehen sehr bequem aus in diesem Simulator. Ich kann leider nicht bestätigen, dass sie bequem sind, weil ich nicht tatsächlich hier drin sitze. Mir gefällt auch die ganze Verarbeitung, das ganze Design von dem DART. Wo man ja bis zum Vorgänger, ja, das Lenkrad zum Beispiel noch, naja, ich fand es einfach gemacht. Hier finde ich das jetzt schon etwas, sieht handlicher aus. Man hat jetzt auch ein schönes Multifunktionslenkrad drin. Man kommt auch an alle Knöpfe wunderbar dran, finde ich. Fensterheber wunderbar gut bedienbar, schätze ich jetzt mal. Zweimal Getränkehalter, da unten ist auch eine Schublade, da oben sieht es auch wenigstens eine Schublade, wäre direkt unter der Ablagefläche. Und genau. Dann würde ich doch mal sagen, schalten wir doch einmal die Zündung ein. Und wie wir auch schon sehen, gehen auch wunderbar schön diese schönen neuen Spiegel mit an. Und wir haben ein Digital-Tacho in diesem wunderschönen DART XG. Hätte ich nicht gedacht, dass DART tatsächlich so schnell, so modern auch schon einen Digital-Tacho reinmacht. Ich finde ihn auch wunderschön anzusehen. Weiß, modern. Links schön Tachostand, rechts dann schön die Drehzahl. Wie das nachher aussieht, werden wir gleich in einer kleinen Testfahrt sehen. Wir werden keine Lieferung machen, wir werden kurz ein Stückchen Autobahn denke fahren beziehungsweise oder nur kurz durch den Ort. Genau. Nochmal, dass man so ein bisschen mit den Spiegeln sieht, weil die Spiegel sind ja das neue Future. Genauso wie der Digital-Tacho. Dass man mal ein bisschen groben Einblick habt für den neuen LKW. Da haben wir auch schon auf der rechten Seite ein Multifunktionsdisplay, also ein Multimedia-Display. Was ich an sich sehr interessant finde, wir es aber leider hier im ETS ja nicht bedienen können. Der ein oder andere, wo sehr wahrscheinlich die nächsten Tage, Wochen, Monate den neuen DART XF bekommen.
Die können mir dann unter den Kommentaren, ja, in die Kommentare schreiben, wie der neue DAF XF doch tatsächlich ist, ob er auch ein großer Fortschritt ist im Gegensatz zum Vorgängermodell. Aber für mich sieht es nach einem großen Fortschritt aus in diesem Simulator. Von dem her denke ich auch, dass auch DAF da dann schon einiges nachgelegt hat. Genau. Für den Spiegel in dem Simulator sind die Spiegel auch richtig animiert. Das heißt, wenn ich mich mit dem Sitz bewege, bewegt sich nicht die Sichteinstellung, so wie es in einem reellen Spiegel sicher tut. SCS hat da wunderbare Arbeit geleistet. Ich hatte schon zweimal versucht, ein Video zu machen, das aus irgendwelchen technischen Gründen hat es nicht funktioniert. Hoffe, dass dieses Video jetzt funktioniert. Auf jeden Fall, ich habe jetzt auch schon zweimal eine Tour gemacht, deswegen werde ich jetzt keine machen, weil auch meine Zeit ist begrenzt. Deswegen mache ich jetzt ein kurz und knackiges Video. Auf jeden Fall, ich habe schon alles getestet eigentlich. Ich bin sehr zufrieden mit den Spiegeln, alles wunderbar. Leuchtet nachts, die leuchten auch nachts. Ja, klar leuchten die Displays. Nee, was ich sagen wollte, der Fahrt, die ich vorhin nachts hatte, wo ich jetzt auch gelandet bin, waren die Spiegel eigentlich gut aufgehellt. Das heißt, die haben es nicht geblendet, die blenden auch nicht. Aber man hat den Auflieger einfach besser gesehen in der Nacht auf der Straße, was ein guter Vorteil ist zum Abbiegen. So, dass wir jetzt nicht wieder fustig reden hier, würde ich auch mal sagen, starten wir die Motoren und diesen Motor. Und schon läuft er. Schön leise, dezent. Es ist nicht übermäßig laut. Wo ich sagen muss, für den Fahrkomfort gut. Für jemand, der einen Sound mag, naja, ist wahrscheinlich nicht so das. Wir haben hier verbaut einen 530 PS starken Sechszylinder mit einer spitzen Drehmoment von 2500 Newtonmeter. Ist eine ordentliche Stange, aber es mögen ja auch immerhin 40 Tonnen bewegt werden. So, was mir jetzt persönlich auch an dem Tacho noch gefällt, ich weiß, es ist schneller Themawechsel, einen schnellen Sprung. Wenn ihr jetzt mal den Drehzahlmesser anschaut, hat ein bisschen was. Zum Beispiel, was ich jetzt weiß, Ford Mustang hat in seinem aktuellen Modell die Darstellung vom Drehzahlmesser ungefähr genauso mit dem blauen Schweif dahinter. Ich finde es sehr schön, modern. Meiner Meinung nach, dadurch, dass es bei Sportwagen viel angewendet wird, finde ich, das hat auch eine sportliche Art jetzt in dem neuen DAF XG. Da würde ich einfach mal sagen, Gang rein, Handbremse los, Licht an. Dann würde ich mal sagen, einfach los geht es. Also, wir sehen es leer. Ich habe auch einen schönen Krone-Aufleger vorhin für den DAF gekauft. Ich mache kurz meine Auflegeachse hoch, die muss ja nicht unten sein. Weil ich denke, dass auch jetzt dann die in der nächsten Zeit schön brav einige Videos mit dem DAF kommen werden. So, da hinten sieht es auch dunkel aus. Beziehungsweise ich möchte echt mal ins Dunkel jetzt fahren. Jetzt kommen dann Autos, müssen wir gucken, dass wir hier nicht zu weit auf seine Spur kommen. So, da biegen wir jetzt hier links ab. So, da vorne haben wir auch schon wieder eine Ampel.
Discrete. So, wie man sieht, ist im Rückspiegel. Ich finde eigentlich gut aufgehellt. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden. Okay, ich bin zu schnell gefahren. Ah, der DAF macht echt Laune. So, dann biegen wir einmal nach rechts ab. Und hier biegen wir nochmal rechts ab. Wir fahren kurz zur Marina hinter. Hier soll man stoppen, aber das geht nur da, also gehen wir einfach weiter. So, fahren wir einmal durch den Hafen durch. Dann können wir auch nachher gleich mal gucken, wie er beim Umdrehen ist, falls wir eine schwierige Stelle haben. Wenn nicht, suchen wir uns eine. Oh, wir fahren schon zu schnell hier sind Gleisen. Oh, ja. Will sich aber nochmal was einfallen lassen, ne? So, dann können wir hier mal reinfahren. Also DAF muss ich auch sagen, ist auch sehr schön wendig. Ich finde ihn auch angenehm zu fahren hier im Simulator. Er ist wendig, reagiert gut. Und genau. So, jetzt würde ich sagen, fahren wir zurück zur Garage. Genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Lastbereich, wo ich jetzt zum Beispiel vor der ganzen Zeit gefahren habe, ist er auch gut. Also Leistung hat er. Mit den 530 PS, er kommt auch echt gut voran. Beschleunigt sauber. Deshalb werde ich ihn jetzt, denke ich, auch mal öfters fahren. Ja, ist okay. Da ist die Feuerwehr. So, da steht auch noch mal eine Polizei.
So. Ich verstehe nicht, warum die immer nicht fahren. So, dann sind wir auch schon jetzt an der Garage angekommen. So, dann haben wir es auch schon geschafft mit diesem Video. Ganz, ganz kleiner Einblick war das. Falls jemand ein längeres Video sehen möchte, spezielles für den DAF XG, ein ausführliches Video über den LKW selber, einmal in die Kommentare schreiben. Vielleicht haben wir ja genug Zuschauer, wo ich sage, okay, da können wir dann sagen, wir machen nochmal extra Eis. Ansonsten seht ihr den DAF XG in Zukunft in meinen normalen Routen. Ich werde in nächster Zeit vermehrt den XG fahren. Das heißt, es wird weniger Schwertransporte kommen. Geplant war ja nicht Schwertransporte. Bis jetzt, dieses Update kam, das habe ich gestern entdeckt. Auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, das könnt ihr dann gerne kostenlos tun. Würde mich riesig freuen, wäre eine riesen Unterstützung für mich. Und wenn ihr dann abonniert habt und Video-Upload nicht verpassen wollt, ganz einfach, dann aktiviert noch zusätzlich die Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, sobald ich ein Video hochlade. Ansonsten wünsche ich noch einen angenehmen Samstag, ein angenehmes Wochenende und für den Montag einen angenehmen Start in die neue Woche. Macht's gut, bis dann, euer Schwabe.